Was geht ab, Leute? Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seht, ich habe das Bike im Kofferraum und heute geht's auf die Valley of Hope. Ja, wir wollen ein paar Sprünge machen, ein bisschen trainieren, ein paar Drops üben. Das erste Mal bin ich jetzt hier und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze ausgeht. Das Witzige ist einfach, ich warte gerade auf den Steve und der Steve war schon mal hier und er ist aber lost und sagt, ich soll ihm einen Standort schicken. Richtig crazy. Ja, wir warten jetzt mal, bis er da ist oder ich lade das Bike alleine aus und dann sehen wir uns gleich auf der GoPro. Sender Steve. Ja, ja, ja. Ist du ready? Ein paar Backflips machen. Das ist übrigens Sender Steve, mein bester Freund seit ein paar Jahren schon. Und wir haben jetzt zusammen das Mountainbiken für uns entdeckt. Geht ab, Leute. Ja, wir sind jetzt auf der Valley of Hope, habe ich gelernt, nennt man das, ne? Ja, ist das so? Ja, Valley of Hope. Das ist, glaube ich, der Codename, damit man nicht so schnell rauskriegt, wo das ist. Ich glaube, die Leute wollen ja nicht, dass man das verrät, wo das ist. Deswegen, ja, wir werden heute mal eine kleine Tour hier machen. Das sieht echt übel krass aus. Ich habe ein bisschen Bange, aber wir checken das jetzt mal ab. Boah, ich habe immer das Gefühl, ich bin ewig nicht auf dem Fahrrad gestanden. Wir sind dann erstmal eine kleine Runde gefahren an der Strecke entlang, um einfach mal abzuchecken, wie das Ganze so aussieht und was wir davon überhaupt umsetzen können. Das ist krass. Hier hoch, lang da oben und fahren wieder runter. Digga. Guck mal, der da. Digga. Das ist ein Step-Up, oder? Da brauchst du ja richtig Power. Guck dir mal den hier an. Ja, wir haben dann ziemlich schnell gemerkt, dass da einige Sachen dabei sind, die noch nicht unserem Level entsprechen. Nichtsdestotrotz haben wir dann am Schluss dann eine Line gefunden, die wir dann doch ein bisschen üben wollten und die sind wir dann auch immer und immer wieder gefahren. Es ist schon manchmal ein bisschen komisch. Vor ein paar Tagen hat man die ersten Drops und Sprünge gemacht an einem anderen Ort, wo es sich echt gut und safe angefühlt hat. Doch dann steht man auf einmal hier und alles fühlt sich anders an. Ich muss aber sagen, ich hatte auch von der Tour davor, den Tag davor schon ordentlich Muskelkater an den Knochen und auch vielleicht das hat mir ein bisschen Unsicherheit gegeben. Oh shit! Alles gut. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stehe ja noch ganz am Anfang und ich merke einfach, ich habe echt Angst, mich auf die Nase zu legen. Und ich glaube, dass man, wenn man sich nicht schwer verletzt und sich einfach mal so hindert, wie ich jetzt gerade, dass das auch irgendwie eine Art Leere sein kann und dass man da so ein bisschen die Angst dann auch irgendwann vor den Stürzen verliert. Denn wenn man schon am Anfang vor dem Sprung Angst hat, dass man sich hinlegt, dann passiert es meiner Meinung nach wahrscheinlich auch. Ich bin auch so ein bisschen zittrig auf den Beinen. Ich habe einfach irgendwie Schiss, als wäre ich nie mit dem Fahrrad gesprungen. Man darf mir keine Angst haben, ne? Nee.
Wir haben dann mal zum Schluss noch die ganze Line hier ausgetestet, beziehungsweise sind so einfach mal runtergefahren, um zu gucken, was da noch auf uns zukommt. Und ich wäre eigentlich gerne noch mal ganz runtergefahren, aber wir haben dann doch gemerkt, dass die Beine schon ziemlich, ziemlich müde waren und wir hatten keinen Bock mehr, irgendwo hoch zu trampeln, wo wir dann gar nicht mehr wissen, wo wir in Wirklichkeit sind. Wir sind dann auch irgendwann umgekehrt und haben wieder hochgeschoben und danach waren wir aber auch so müde, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt ist Zeit aufzuhören, bevor wir uns noch irgendwie verletzen. Und ich denke gerade am Anfang, wenn man immer Bock hat zu fahren, ist es manchmal ein bisschen schwer, dass man auf seinen Körper hört, dass er eigentlich mal eine Pause braucht. Und wenn man halt noch nicht wieder voll da ist und voll Energie hat, merkt man auch, dass man einfach merklich unsicherer auf dem Bike ist. Und deswegen haben wir es dann auch für diesen Tag sein lassen. Ja, ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dran geblieben bist und lass mir gerne ein Abo da. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Vielen lieben Dank und bis bald.